Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil meines kleinen ZBrush-Tutoriums. Und zuallererst werde ich jetzt hier das Material kurz ändern, weil ich persönlich lieber mit dem roten Wachsmaterial arbeite. Und ich mache die Perspektive wieder aus. Heute geht es darum, diesen Charakter hier anfangen zu sculpten. Ihm ein bisschen rudimentäre Form zu geben, ein paar charakteristische Merkmale auszuarbeiten und ja, den ersten Detaillierungspass zu geben und vielleicht direkt mit dem Texturieren anzufangen. So, dazu werde ich jetzt in erster Linie kurz den Unterschied zwischen Dynamesh und Subdivision Levels erklären. Und zwar ist der Dynamesh ein spezieller Modus innerhalb von ZBrush, findet sich unter Geometry Dynamesh, hier die Unterpalette, und solange dieser Button hier orange leuchtet im Standard User Interface, solange ist Dynamesh aktiviert. Hier unten drunter gibt es die Auflösung, und Dynamesh ist dafür da, wenn man sich das hier einmal anschaut. Ich habe hier ganz ein bestimmtes Polygonraster. Wenn ich jetzt etwas verändere, das heißt die Polygone sich verändern, wird die Topologie, wenn ich eine leere Maske aufziehe, wird eine neue Topologie über das Objekt gebildet. Dadurch habe ich immer gleichmäßig viele Polygone oder beziehungsweise eine gleichmäßige Polygondichte und ich kann gleichmäßig quasi Detail auftragen. Wie man sieht, kann ich den Slider recht hochschrauben, das heißt, ich könnte hier auch schon ins Detaillieren mit reinfallen. Jedoch benutze ich Dynamesh nur bis zu dem Punkt, an dem ich die Topologie soweit fertig habe. Das heißt, in dem Fall würde ich schon aus Dynamesh herausgehen, wenn ich wüsste, dass ich da keine großen Veränderungen mehr vornehme. Und das machen wir jetzt direkt mal. Also, nur um es erwähnt zu haben, die zweite Möglichkeit sind die Subdivision Levels, auf die gehe ich jetzt eben ein. Und zwar deaktiviere ich Dynamesh. Nehme hier einfach mal so eine, so eine Sphäre, die kommt ebenfalls in Dynamesh. Ich klone mir die noch, damit ich nicht die alte hier beeinflusse. Okay, ich deaktiviere Dynamesh. Jetzt passiert nichts mehr, wenn ich eine Maske aufziehe. Wenn ich hingegen aber divide, das heißt ein Subdivision Level nach oben gehe und mir das anschaue, dann wurde die ganze Fläche, wurden alle Flächen gevierteilt. Das heißt, wenn ich, und hier habe ich den Slider, der anzeigt, auf welchem Level ich mich befinde. Schauen wir uns das mal hier an. Es ist noch sehr grob, aber wenn ich ein Level hochgehe oder vielleicht sogar noch ein Level, wird es immer weicher, weil mehr Polygone zur Verfügung stehen. Das führt dann aber eben zu dem Problem, wenn ich das hier mal kurz zeige. Für Dynamesh gibt es ein separates Tutorial, also von daher, dass eben solche Polygonverzerrungen bei grober Topologieänderung entstehen. Deswegen, solange ich grob unterwegs bin, die Proportionen noch nicht fertig festgelegt habe oder noch nicht alle Beine angefügt habe oder sowas, solange bin ich im Dynamesh-Modus. Ansonsten gehe ich eben in den Subdivision-Level-Modus. Habe ich hier jetzt auch gemacht. Ich habe Dynamesh deaktiviert. Ich speichere mir das immer an dieser Stelle, weil jetzt werde ich das Ganze Z-remeshen. Ich könnte jetzt natürlich von hier aus, wenn ich mir das hier angucke, ist die Auflösung relativ fein. Ich könnte natürlich von hier aus ein Subdivision Level, Steuerung D ist die, ist das Shortcut übrigens, könnte ich natürlich hier auch erhöhen. Dann hätte ich schon eine sehr feine Auflösung, konnte schon hohes Detail auftragen. Aber aber zuerst brauchen wir eine neue Topologie, damit das Ganze auch sauber aufgezogen ist. Das bedeutet, ich benutze hier den Z-Remesher. Das ist eine automatisierte Topologieverarbeitung innerhalb von ZBrush und die klappt eigentlich auch ganz gut. Ich habe hier die angepeilte Polygondichte, sagen wir, bei ca. 3200 Polys.
Adaptive Density sagt eben aus, wie stark ZBrush von sich aus die Größe der Polygone variieren kann. Und also hier wie stark. Hier schaltet man es eben ein und hier kann man eben die Größe der Variation festlegen. Ich sage jetzt hier bei 30 circa. Und die Kurvenstärke, das muss man eben ausprobieren. Ich benutze noch PolyPaint, weil das den... Wobei, nee, das muss in dem Fall gar nicht sein. Man kann auch festlegen, wo die Polygone dichter verteilt sein sollen. In dem Fall ist das aber ziemlich egal. Und dann haben wir hier noch den tollen ZRemesher Guides Brush. Und was der macht, zeige ich euch mal eben. Man kann quasi Vorgaben an den ZRemesher geben. Das heißt, wenn ich jetzt hier mit den Guides einmal um den Mund, weil ich hier einen Loop haben möchte, herumgehe und hier die Augen auch, die würde ich ja gerne schon in dem Modus hier ein bisschen bearbeiten. Ist egal, wir detaillieren das später. Wir könnten diese Topologie, die ZRemesher uns gleich rauswirft, theoretisch auch als Spieletopologie nehmen, doch da gibt es ein paar Sachen zu beachten, die man lieber händisch macht. Aber das geht auch innerhalb von ZBrush. So. Dann hier oben noch ein. Wenn ich Shift drücke und aus dem Objekt herausfahre, dann macht er mir eine Linie ganz drumherum. Das gleiche mache ich hier. So, nicht. Ups. So, in etwa, genau. Gehen wir noch einmal. Ja, so ist besser. Sorry, ich überlege jetzt gerade halt, wo es Sinn macht. Wir könnten jetzt den Beinen auch noch hier was geben, aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Alles klar. So, um den Remeshing-Vorgang zu starten, muss man hier auf ZRemesher einmal klicken. Wichtig ist, dass dabei das Subtool eben zerstört wird, das heißt, man optimalerweise klont man sich das oder dupliziert sich das eben, so wie ich jetzt. Und dann kann man unter Moment, ach, jetzt habe ich die. Ja, die bleiben halt an dem oberen hängen. So, den unteren ausgemacht und jetzt ZRemeshen. Das dauert jetzt auch einen Moment. Einen kurzen Augenblick. So, und ZBrush ist fertig. Gucken wir uns das Ergebnis noch mal an. Und es ist zu meiner Zufriedenheit. Hier könnte man noch ein bisschen, hätte hier noch eins sein können. Auch hier ist es nicht optimal. Aber es ist perfekt zum Weiterarbeiten. So, den Vorteil, den es jetzt bietet, mit Subdivision Levels zu arbeiten, ist eben, ich habe eine sehr viel gröbere Form, die ich eben zum Beispiel mit dem Move oder Standardwerkzeug bearbeiten muss, um eine gerade Fläche zu bekommen. Das heißt, wenn ich zwei, dreimal Subdivide wieder zurückgehe, kann ich hier einfach eine ganz saubere Kuhle machen, die dann auch in den höheren Levels sehr sauber ist. Während ich, wenn ich mir den hier anschaue, da habe ich größere Probleme, etwas so sauber reinzuführen, weil ich viel mehr Polygone zum Bewegen habe. Das merkt man aber erst, wenn man wirklich einmal diesen Unterschied gespürt hat. Müsst ihr einfach mal ausprobieren. Also ich empfehle es euch, hier mit den Subdivision Levels zu arbeiten.
Neben dieser Tatsache, dass man es leichter verformen kann und deformieren, spricht auch die Möglichkeit, Ebenen zu verwenden, wenn man auf den Subdivision-Levels arbeitet. Wenn man im Dynamesh-Modus ist, kann man nicht mit Ebenen arbeiten, mit den Subdivision-Levels hingegen schon. Jedoch gibt es dafür auch eine Einschränkung für die Subdivision-Levels, nämlich die Insert-Mesh-Brushes funktionieren damit nicht mehr so. Also man kann kein Mesh so einfach ohne weiteres mehr hinzufügen. So, das ist jetzt unser retopologiertes Subtool. Und jetzt können wir anfangen, da einfach mit den Brushes reinzumalen. Ich subdivide mir den einmal. Ja, nochmal. Ich bin jetzt auf Level 3. Ja, unter die Geometrie sieht man das immer. Ich mache es immer mit Steuerung D und Levels zurückgehen ist Shift D und wieder hochgehen ist D. Also ich drücke Shift D, um runterzugehen, D, um hochzugehen und Steuerung D, um ein neues Level on top zu setzen. Ich habe hier meine Ebenenansicht, also mache ich mir eine Ebene eben. Und alles, was ich jetzt sculpte, wird auf die Ebene gemacht. So schön in der X-Symmetrie. Erstmal ein bisschen smooshen. So, und jetzt fange ich hier an mit den verschiedenen Brushes, die ich hier in der Auswahl habe, eben etwas zu sculpten. Dabei gibt es ganz unterschiedliche Brushes. Ich werde jetzt hier die wichtigsten mal vorstellen. Also ist der Clay Brush, flacht das Ganze ab, während er etwas draufpackt. Moment, ich möchte jetzt noch ein Level hochgehen. Muss also wie heißt das, die Ebene verlassen, kann dann ein Level hochgehen und kann erst wieder auf einer neuen Ebene arbeiten. Auf der alten kann ich es nicht. Also pro Level kann ich nur eine einzige Ebene nutzen. Beziehungsweise ich kann mehrere Ebenen pro Level haben, aber die sind nicht untereinander kompatibel. Die wichtigsten Brushes. Zum einen ist es der Clay Brush, der sehr organisch arbeitet. Clay Build-Up ist eigentlich das gleiche, nur mit einem Alpha. Damit kann man super Muskelstränge und solche Sachen darstellen. Inflate Brush, anstatt dass er das ganze Mesh abflacht, pumpt er es auf im Ganzen. Dann gibt es den Standard Brush, der einfach eine Halbkugel oben drauf setzt, quasi, wenn man sich das von der Seite anschaut. Diese ganzen Brushes funktionieren auch mit der Stärke und haben hier auch noch verschiedene andere Einstellungsmöglichkeiten, aber das kläre ich noch in einem separaten Tutorial. Der Standard Brush kommt aber mit dem aktivierten Lazy Mouse Button. Da muss man einfach L drücken, dann deaktiviert man das, dann ist der Brush ein bisschen stärker, aber man zieht den nicht mehr so hinter sich her. Muss man dran denken. Und dann gibt es für mich einen sehr netten, ja egal, es gibt den Hard Polish Brush. Dieser Brush flacht das ganze Mesh ab, eignet sich sehr gut für mechanische Gegenstände. Und eben die Move Brushes. Diese Brushes sind dafür da, dass man das Mesh ein bisschen, ja, bewegen kann eben. Man hat eine Art Wischfinger. So, ich muss hier das eine Auge noch mal ein bisschen einführen. Mit der Action Line ist es so, wenn man einmal klickt, richtet sie sich nach der Oberfläche, auf die man geklickt hat. So. So.
Okay, und diese ganzen Brushes kann ich eben auch mit Alphas kombinieren. Ups. Der Standard-Brush, was ist der? Standard. Ich habe Lazy Mouse ausgemacht und gebe dem jetzt hier ein Alpha. So eins. Stroke ist okay. Und jetzt fange ich an, mir ganz grob, ja, ein bisschen größer, kleiner, mir ganz grob zu überlegen, wie ungefähr der Verlauf des Dingens, des ganzen Typen sein soll. Also einfach ein paar, ich nenne es mal Landmarks, will ich jetzt setzen. Das bedeutet, ich überlege mir, wo welches Feature sein könnte und deute es dann eben an, um es dann im nächsten Schritt auszubauen. Dabei eignet sich dann auch manchmal der Transparenzmodus, um in die Schnellauswahl des Brushes zu kommen, drückt man B und kann dann immer den Anfangsbuchstaben des Brushes suchen, den man Brushes drücken, den man sucht. In dem Fall war es jetzt M für Move. Okay, ich versuche jetzt einfach nur mal ungefähr eine interessante Form zu finden. So, dann wieder mit dem Standardbrush ein bisschen. Ich nehme noch mal ein anderes Alpha. Bräuchte hier so eins. Einfach irgendwie ein bisschen deine Augenform reinbringen. Hier das mittlere noch. Zyklopenaugen sind immer scheiße irgendwie. Sowieso immer blöd, etwas zu scalpen, was der Mensch nicht kennt. So. Jetzt noch ein bisschen mit dem Move Brush. Moment. B, M für Move. Ich versuche jetzt einfach irgendwie ein bisschen, dass das Ganze in Richtung Augen geht. Weil noch sieht es einfach aus wie Nasenlöcher. So in etwa, so sieht es schon ein bisschen interessant aus. Man muss einfach gucken, dass man eine interessante Form schafft. Nochmal hier Move Brush. Und so, dass es halt aussieht, als könnte es funktionieren. Ich meine, solche Viecher, sowas hier gibt es ja nicht. Also, ups. Muss ich gucken, muss ich die Illusion schaffen, dass es trotzdem irgendwie möglich wäre, dass es aussieht, als könnte es funktionieren. So hat er auch schon einen gewissen Gesichtsausdruck, wenn ich die Augen alle ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen verfeinert habe. Okay. Als nächstes die Beine, vor denen drücke ich mich die ganze Zeit, weil ich keine richtige Idee habe, wie es funktioniert und ich nicht so der Vieh-Experte bin. Aber dazu habe ich mir überlegt, dass ich das Ganze in Richtung eines Spinnenbeins mache. Ups. Und irgendwie so mich davon inspirieren lasse. So, das bedeutet, der bekommt hier ein Gelenk,
für eins, das nach oben hin geöffnet ist. Mehr. So. Das könnte ich jetzt wahrscheinlich auch effizienter machen. Aber das ist jetzt egal. Hier bekommt er ein nach unten hin geöffnetes. Ein bisschen so. Der Brush Modifier sagt aus, wie stark er pincht. Das bedeutet, dass Mesh zusammenzieht. Macht er jetzt auch relativ stark. Einfach hier so ein bisschen die... Ah, der Autosave. Wenn euch das auf den Sack geht, ich habe es auf 1 runtergeschraubt pro Stunde, glaube ich. Dass er einen Autosave pro Stunde macht, irgendwie so. Weil mir das tierisch auf den Sack ging. So. Hier noch so ein bisschen. Einfach so, dass man weiß, wo man später das Detail anfügen kann. Detail muss ich sowieso noch anfügen, also so. Das gleiche mache ich jetzt hier. Ungefähr so. Noch ein bisschen so. So. Ach ja. So. Hier, das gefällt mir aber noch gar nicht. Nee, das geht noch nicht. Ist jetzt sowieso noch nicht final, aber trotzdem. Sieht einfach nur scheiße aus. Ich könnte jetzt hier natürlich auch das Objekt verstecken und so, aber das bin ich jetzt zu faul. Das bedeutet, ich scalp das hier alles hart selbst rein. So. So. Okay. Sieht schon fast aus, als könnte es abbrechen. Vielleicht inflate ich das gleich. So, die hinteren Beine auch noch ein bisschen. Die haben ja noch gar nichts hier. Ups. So, und wie gesagt, ich benutze jetzt die ganze Zeit nur den Standard und den In. Also die Brushes, die ich euch genannt hatte. Clay Build Up. Standard mit einem Alpha. Bei der zerhaut mir das gerade eher. Das Mesh. Ach so, klappt doch. Oh, hier hat irgendwas mein Tablet zerkratzt. da fehlt uns aber jetzt auch noch ein weiteres Pinnenbein-Gedit, ganz streng genommen. Wir müssen das Ding jetzt hier eigentlich nach außen klappen. Ach nein. Nein, wir lassen das so. Ich mag es lieber, Gesichter zu scalpen als... So. Ich gehe weiter mit dem Claybrush, mach dem... Irgendwas kratzt hier an meinem Tablet, das ist nicht gut. Eine Art Gaumen-Mundhöhle. Kriegt noch eine Zunge, fällt mir gerade ein. Das machen wir jetzt auch mal schnell.
So. Machen wir ganz einfach eine Zunge, indem wir... Ne, den Insert können wir nicht mehr nutzen. Machen wir das einfach auf unserem Backup. Weil der ja noch kein... noch ein Dynamesh ist. Deswegen ist es zum Beispiel auch praktisch. Wie gesagt, Insert Sphere. Füg mir einen hinzu. Und sage es mit Split Unmasked Points. Dadurch habe ich sie dann direkt wieder auf einer separaten Ebene, separaten, auf einem separaten Subtool. So. Ah. Ein bisschen in die Länge ziehen, ein bisschen zusammenpressen. Ich probiere jetzt gerade einfach mal ein bisschen was aus. Ja, das ist es eben, man muss auch immer wieder hier was ausprobieren. So, sieht noch nicht gut aus. Solo, nicht YOLO, Solo. So, genau. Ne, das klappt auch nicht. Ist ja noch ein... Da, nein, Dynamesh ist aus. So. Die Zunge habe ich jetzt auch wieder Dynamesh gemacht, damit das halbwegs von der Topologie her auch klar geht. So, nochmal mit dem Standard hier einmal drüber. Und es sieht halbwegs aus wie eine Zunge. Das wäre natürlich auch cool, eben die raushängen zu lassen. Aber lassen wir das erstmal. Ja, also ist schon in Ordnung. So. Oh. Die hängt hier hinten raus, das ist auch nicht so gut. Das heißt, wir schieben sie ein bisschen nach vorne und schieben sie noch ein bisschen zusammen. So sieht's doch nett aus. Ja, dann fangen wir jetzt mal mit dem Detaillieren an, beziehungsweise jetzt den fast schon Final Pass. Es ist noch nicht das finale Detaillieren, weil das sind dann die Hautporen und Fältchen, Mini-Fältchen und so. Aber jetzt fangen wir mal an mit dem richtigen Sculpten. So. Bis hierhin danke ich für die Aufmerksamkeit und mache jetzt erstmal ein kurzes